حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار. Meine Geschwister im Islam, alles Lob gebührt Allah im Herrn der Welten und Frieden und Segen auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nachdem wir Allah gelobpreist haben, möchte ich, liebe Geschwister, heute ein Thema ansprechen oder eine kurze Sache an uns widmen, die sehr wichtig ist und die vor vielen Jahren uns von einem Sheikh mitgegeben worden ist. Und deswegen nehme ich das Thema, liebe Geschwister, ist heute entnommen von dem Bruder Sheikh Abu Jamal, der über einen bestimmten Vers gesprochen hat in Sura 59, im Vers Nummer 18. Allah Azza wa Jalla, liebe Geschwister, sagt: Ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Azza wa Jalla sagt: O die ihr glaubt, fürchtet Allah, und eine jede Seele schaut nach dem, was sie für morgen vorausschickt, und fürchtet Allah, Allah ist wohl kundig dessen, was ihr tut. Und Allah subhanahu wa ta'ala wa alam, ich denke mir, dieses Thema wurde schon mal angesprochen, diese Verse. Kann sein, dass wir die schon mal erwähnt haben in der Masjid, in der wir mal waren, die momentan jetzt zu ist. Und auch wenn sie zu ist, liebe Geschwister, um das in Klammern zu setzen, auch wenn die Moschee zumachen, auch wenn wir nie wieder da reingehen, sie können die Moschee und die Jama'a nie wegnehmen. Diese Leute können Masjid und Sunnah nicht wegnehmen. Weil Masjid und Sunnah, liebe Geschwister, ist in unseren Herzen, in unseren Gedanken. Und damit die das komplett wegnehmen, müssen sie unsere Herzen herausreißen. Müssen sie uns töten, damit die das wegnehmen. Deswegen, jeder muss das in seinem Kopf haben. Die können das, was wir erreicht haben, was wir gemacht haben, die Dauer, die da war, auch wenn die 10 Jahre, die war 5 Jahre, auch wenn sie das Doppelte, das Dreifache, das Vierfache zubleibt, können sie nicht wegnehmen. Die können gar nichts wegnehmen. Wallah. Azza wa Jal, die haben verloren, die sind sowieso Verlierer. Im Endeffekt. Deswegen, liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir uns in Dinge erinnern, die wir dort erlebt haben, damit die uns noch mehr Iman geben. Und diese zwei Versen sind sehr wichtig, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. O die ihr glaubt, fürchtet Allah. O die ihr Iman verinnerlicht habt, fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Und Ermahnung hier, liebe Geschwister, die Ermahnung, das was Allah azza wa jalla hier spricht, geht an die Gläubigen. Und möge Allah azza wa jalla uns von den Gläubigen machen. Ja, möge Allah uns von denjenigen machen, die Iman verinnerlicht haben. Weil Allah sagt in einem anderen Vers: Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billah. O die ihr glaubt, glaubt. Das heißt, Allah fordert diejenigen, die glauben, zu glauben, den Glauben zu verinnerlichen. Deswegen, liebe Geschwister, bitten wir Allah, dass er uns von diesen Gläubigen macht. Und hier, liebe Geschwister, der Vers ist bezogen zu Gottes Furcht für die Gläubigen. Und speziell nur für die Gläubigen. Weil Allah verlangt auch manchmal für die Menschen, die Gottes Furcht. Und er sagt, die sollen Allah fürchten. Oh, ihr Menschen, fürchtet Allah, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat. Ja, das heißt, es gibt öfters, liebe Geschwister, wo Allah Azza wa Jal auch die Menschen anspricht. Aber diese Verse speziell für die Mu'minin. Ja, weil Allah so den Vers beginnt. Und warum, liebe Geschwister, Gottesfurcht? Und hier wird die Gottesfurcht erklärt. Oder was ist mit Gottesfurcht gemeint? So gibt der Sheikh 2 Punkte. Das erste an der Gottesfurcht, liebe Geschwister, ist die Gebote zu halten. Das zweite, liebe Geschwister, ist von den Verboten fern zu bleiben. Von dem, was Allah Azza wa Jal zu Haram gemacht hat, liebe Geschwister, von diesen Dingen, die verboten sind, fern zu bleiben, und von denjenigen, die Allah Azza wa Jal zu Halal gemacht hat, die Dinge, die ein Gebot sind und die auch Allah Azza wa Jal auch angeordnet hat und verpflichtet hat, nicht nur das, was erlaubt ist, sondern diese Dinge, liebe Geschwister, einzuhalten. Und deswegen, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala ruft erstmal die Gläubigen zu Gottesfurcht, zu diesen 2 Punkten, was der Sheikh auch hier erklärt. Und dann sagt er weiter in den Vers, liebe Geschwister, und eine jede Seele schaut nach dem, was sie für morgen vorausschickt. Ja, und an jede Seele schaut nach dem, was sie für morgen vorausschickt. Und dann sagt er nochmal, und fürchtet Allah. Ja, und er winkt nochmal, ruft uns nochmal zu Gottes Furcht. Allah ist wohl kundig dessen, was ihr tut. Möge Allah, liebe Geschwister, uns und mir und euch vergeben, bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung, denn wahrlich Allah ist al-Vergeben beim Herzen.
Und wenn weiter den Vers, liebe Geschwister, zu verstehen, den wir erwähnt haben, wo Allah Azza wa Jal sagt, dass jede Seele schauen soll auf morgen, was sie vorausschickt. Hier der Tafsir, liebe Geschwister, von Ibn Kathir und anderen, dass mit morgen, wo Allah für morgen spricht, ist damit Yom al-Qiyamah gemeint. Ja? Jeder soll schauen, was er für den jüngsten Tag vorausschickt. Denn dies ist der Ausgang, liebe Geschwister. Jeder Mensch und jede Seele, die auf dieser Erde geschreit hat, jede Seele, die hier gelebt hat, wenn sie stirbt und wenn sie auferstanden wird, am Yom al-Qiyamah wird sie ihre Taten sehen. Und manche werden Berge von Hasanat haben, manche werden Berge von Sayyid haben. Manche werden mit dem Tawhid zu Allah Azza wa Jal sterben, manche werden mit dem Schirk sterben, liebe Geschwister. Einer als Muslim, der andere als Mu'min, der andere als Muhsin, der andere als Kafir, der andere als Dalim, als Fasik. Jeder wird, liebe Geschwister, auf eine Art und Weise sterben und wird sehen, am Yom al-Qiyamah, was er vorausgeschickt hat. Deswegen, Allah Azza wa Jal mahnt uns. Und wir sollen was, worauf schauen, was wir für morgen vorausschicken. Welche Taten wir am Yom al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, oder welche Taten wir am Yom al-Qiyamah vorausgeschickt haben. Und Ibn Kathir, liebe Geschwister, sagt, schaut auf zwei Sachen und bewahrt diese Sachen auch. Man soll auf zwei Sachen schauen und auf diese zwei Sachen für sich bewahren. Nämlich rechtschaffene Taten, liebe Geschwister, rechtschaffene Taten. Und Ibn Kathir, ein Gelehrter, der vor vielen Jahrhunderten vor uns war, sagt dann das Zweite, dass der jüngste Tag nah ist. Dass der jüngste Tag nah ist. Kommt ein bisschen mehr vorne, die Brüder, die hinten sind. Ja, wir haben nicht so viel Plan ausgegeben. Und so, liebe Geschwister, ist das wichtig, was Ibn Kathir zu uns sagt. Nämlich, dass wir uns auf unsere rechtschaffenen Taten konzentrieren, auf diese Taten achten und immer im Kopf haben, dass der jüngste Tag nah ist. Natürlich weiß keiner den Zeitpunkt von Tag X, aber jeder weiß, dass der kommen wird. Wir haben letzte, vor zwei, drei Freitagen gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala, das Kommen bestätigt von Yawm al-Qiyamah. Ja, und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala spornt uns auch mit dieser Ayah zu guten Taten. Dass dieses, schaut auf das, was ihr vorausschickt morgen, jede Seele soll auf das vorausschauen, was sie für morgen schickt, ist auch ein Anspornen, liebe Geschwister, für rechtschaffene Taten von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Nachdenken über Yawm al-Qiyamah, dass Allah azza wa jal Yawm al-Qiyamah erwähnt, ist auch wichtig für uns, liebe Geschwister, da wir am Yom al-Qiyamah oder da am Yom al-Qiyamah getrennt wird zwischen den Menschen und am jüngsten Tag nur zwei Orte gibt, wo die Menschen hingehen können. Entweder Jannah oder Jahannam. Und Allah sagt in derselben Vers, und das, es gibt keinen Vergleich, oder es ist nicht das richtige Vergleich, die Leute von dem Feuer und die Leute des Paradies zu vergleichen. Da die Leute des Paradies, liebe Geschwister, bevorzugt sind, mehr Belohnung haben, sinngemäß der Bedeutung, wenn man Sura 59 liest, ab Vers 18 runter. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es auch wichtig für uns da, am Yom al-Qiyamah, wir wissen, wenn es Yom al-Qiyamah gibt, und wenn man vor Allah Azza wa Jal steht, dass es kein Sterben mehr gibt, wo wir weg können. Und Allah Azza wa Jal sagt, und Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, Wattaqullah, und fürchtet Allah. Das nochmal fürchten, liebe Geschwister, sagt hier der Sheikh, ist ein Nachdruck, dass wir begreifen, was auf uns zustoßen wird. Ja, das heißt nochmal eine Bestätigung für die Gottesfurcht. Und Allah sagt nochmal, warum? Er drückt nach, er gibt uns nach und bestätigt uns nochmal. Denk darüber nach, was auf dich oder was jede einzelne Seele erwartet. Allah ist wohl kundig dessen, was ihr tut. Eine Abrechnung mit sich selber. Denn man muss wissen, man kann nur durch die Barmherzigkeit Allah Azza wa Jal in die Jannah eintreten. Nur durch die Barmherzigkeit Allahs. Deswegen Allah sagt, und Allah ist wohl kundig dessen, was ihr tut. Deswegen rechne du selber mit dir ab, was du tust. Rechne mit dir ab, was du selber tust. Das ist ein Vers, liebe Geschwister, und aus diesem Vers gibt es ganz viele Vorzüge, die wir hier erwähnen. Ein einziger Vers in diesen Sure, liebe Geschwister, und du siehst, dass Allah viele Dinge in diesem einen Vers für uns gelassen hat. Die Gottesfurcht am Anfang, wir wissen, was Gottesfurcht ist. Und wir haben jetzt gehört, was Gottesfurcht ist. Ja, im kurzen Sinne. Dann, dass wir gucken, was wir vorausschicken für Yom al-Qiyamah. Über Yom al-Qiyamah, über das Sterben dann darauf. Dann über rechtschaffene Taten hier, verstehen wir, nur durch diesen Teil der Vers. Und dann nochmal die Gottesfurcht und fürchtet Allah. Und Allah sagt nochmal, und fürchtet Allah. Und wahrlich, Allah ist wohl kundig dessen, was ihr tut. Und Allah sagt dir, ja, Allah weiß, was du machst. Allah sieht, was du machst. Allah weiß, ist 100% darüber bewusst, was wir begehen an Taten. Und Allah sieht diese Dinge. Deswegen, wir rechnen mit uns selber ab. Jeder rechnet mit sich selbst. Was habe ich gemacht? Was habe ich gelassen? Was konnte ich noch machen?